Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Let's Play Path of Exile mit mir, O'Comic, und dem Boofmild Tony. Genau, und mein Edelstein ist gerade aufgelevelt, juhu. Hast es mal wieder geschafft. Ja, genau. Mann, ich bin doch ein Fernkämpfer, hört auf mich im Nahkampf anzugreifen, das geht ja gar nicht. So, haben wir auch gleich die ersten blauen Gegner, die uns hier angegriffen haben, und irgendein Typ hat mich gerade angeflüstert, den ich gar nicht kenne. Mann, falsche Taste gedrückt. Egal. Rain of Arrows. Mann, kann die Edelsteine nicht weiter aufleveln, weil ich zu wenig Intelligenz habe. Oh, hier ist ein Gelber, sehe ich gerade. Oh, den ich stehe natürlich hier mitten in den Flammen. Das ist genauso, wie man das machen sollte. Ja, vor allem. So, ja, wir haben auch unsere ganzen gefundenen Sachen mal so ein bisschen durchstöbert, auch die, die wir von anderen Charakteren hatten, und hatten noch ein paar Sachen gefunden, die wir jetzt anlegen konnten. Okay, ich nicht. Also ich hatte was gefunden, was ich anlegen konnte, darunter auch ein schöner Hammer hier. Upsala, ich glaube, ich habe vergessen, unsere Gruppe privat zu machen. Oh. Jetzt ist nämlich noch jemand hier. Ja, dann lassen doch mal kurz mitmachen und dann hauen wir ihn raus. Kann man die, gibt es da irgendwie Einstellungen? Also kann ich das irgendwie jetzt hier machen? Ich weiß nicht. Ja, tatsächlich. Current Party Make Private und dann kicke ich eben den anderen. Okay. Genau. Weil das Schlimme ist ja, er ist ja gar nicht in unserer Region gerade gewesen. Und je mehr Leute dann in der Gruppe sind, desto schwieriger werden ja auch die Gegner dann. Das ist mir gerade ungünstig, wenn man hier gegen so ein paar Blaue zum Beispiel kämpft. Ja, das ist dann nicht gerade so toll. Hast du auch privat jetzt hoffentlich geschaltet? Ja, sind wir unter uns. Ja. Wow. Mann, ich finde die ganze Zeit irgendwelche blaue Items, die mir jetzt wahrscheinlich alle nichts bringen. Ja, die kannst du ja dann verkaufen. Jetzt in dem Level lohnt sich das wenigstens noch so ein bisschen, die blauen Items zu verkaufen. Später dann jagt man eh nur noch die gelben und die Scrolls. Wow. Zack. So. Blabla. Ja, und ich muss dann gleich mal gucken, aber momentan sind hier noch zu viele Gegner, als dass ich da gucken könnte, wie ich meine Skills gleich verteile. Ja. So. Okay, na, schaue ich mal ganz kurz. Ich muss, glaube ich, hier lang. Increased Armor and Maximum Energy Shield. Das hört sich doch gut an. Energieschild ist immer gut. Oh, eine Scroll of Wisdom. Mann, wir fehlen noch ganz paar Prozent. Oh, ein Gelber. Gott, wieder ein Gelber. Wir haben es aber heute irgendwie mit den Gelben. Oh, krass. Aufgelevelt. So, dann eben, wo gehe ich denn jetzt lang? Naja. Was bringt das hier? Ich weiß nicht, wo du lang gehst. Ich hoffe mal da, wo die Gegner sind. Ach nee, darum geht es jetzt gar nicht. Ja, ich weiß, du willst ja ein bisschen leveln gerade. Was ist das? Ist aber auch schon erledigt. Silken West 27. Ich muss immer dran denken, dass ich ja auch ein bisschen was mit Intelligenz dann später brauche, weil ich ja auch in den Intelligenzbaum rein muss. Oh, ein Schild. Ja, vielleicht kann ich das mal mit einem anderen Charakter gebrauchen, aber hier gehe ich gerade auf Zweihandwaffen. Jupp. Ich gehe gerade auf Bögen. Ja. Mann, bleib stehen. Aber man kann, glaube ich, auch mit deinem Charakter kann man ja auch, sag ich mal, was anderes nehmen. Zum Beispiel auch Zweihandwaffen oder so, wenn man dann richtig skillt. Theoretisch gesehen. Theoretisch gesehen, ja. Dafür sind sie eigentlich nicht ausgelegt. Theoretisch könnte man das aber, wenn man das wollte, machen. Ja, oranger Gegner. Wow, wow, wow. Zu viel Explosivschaden hier. Ja, gar nicht. Haben wir denn was Schönes? Eine Sekunde, muss eben kurz. So, einmal gucken, was wir jetzt gerade gefunden haben. Ein Salat. Also kein Salat, sondern ein Salat. Oder was auch immer das ist. Iron Gauntlets
Sind die vielleicht besser als die, die ich jetzt habe? Das weiß ich nicht. Ah ne, die haben auch nur Armor 7, Accuracy und Increased Armor und Fire Resistance. Aber nur ein Mann, Sockel. Mist. Nein! Das kann weg. Mann, jetzt habe ich die falschen Sachen identifiziert. Ja, aber es kann nie schaden, Sachen zu identifizieren. Aber wenn man nur eine Scroll of Wisdom hat, aber die sind zumindest besser als meine alten. Du hast bestimmt was im Inventar dazu. Ja, aber nur eine Scroll of Wisdom hatte ich. Jetzt habe ich keine mehr. Ja, warte. Das können wir gleich anders lösen. Genau. Oh, Kiste. Oh, nicht Kiste. Oh, Gegner. Warte mal ganz kurz. Wie viel Scrolls of Wisdom habe ich denn hier? 4. Gar keine. Oh. Oder? Kann ich die nicht droppen? Ach so, doch. Moment, falsch. Sind meine ganzen. Aber das sind genau 4, aber kann ich nicht nur eine? Wieso sind meine ganzen Skills weg? Ich weiß nicht, was du wieder gemacht hast. Hä? Hä, wieso, wieso? Was ist denn jetzt los? Hast du vielleicht deine passiven Skillpunkte auch gesagt? Ich glaube, ja. Ich weiß, woran das liegt. Weil die falschen Klamotten angezogen hast. Anscheinend hat mir dieses Item irgendwas gegeben. Ja, Elf Intelligenz. Das brauche ich anscheinend für meine ganzen Skills. Ah. Wieso auch immer ich Intelligenz brauche. Intelligenz brauchst du immer für Mana. Achtung, böse Gegner. Obwohl ich sagen muss, dass ich mit meinem Marodeur, den ich ja habe, auch keine Intelligenz bis jetzt groß mir geholt habe und es trotzdem funktioniert. Ja, bei meinem auch. Ich spiele ja auch als höchsten Charakter einen Marodeur. Gehe ja komplett in dem Marodeurs-Bild eigentlich nur rein und gar nicht großartig auf irgendwelche Mana-Sachen oder so. Ich hab eh Blood Magic bei dem Charakter. Ja, das ist auch relativ hilfreich, denke ich mal, für den Marodeur, wenn er so auf Lebensregeneration und alles geskillt wird. Es kommt ja da immer bei diesen Builds drauf an, in welchem Kreis du lang gehst. Ja. Sozusagen. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Keine Ahnung, vielleicht kommen wir irgendwann mal wo an, wo wir hin müssen. Uns steht ja auch dieser Kampf gegen Marvel oder wie auch immer man die ausspricht, noch bevor. Ja. Den Endboss vom ersten Akt. Sozusagen. Oder? Obwohl ich Brutus tatsächlich teilweise schwerer finde als Marvel selbst. Ja, Brutus ist so ein Zwischenendboss. Ja, aber der teilt sowas von Schaden aus. Ja. Das ist echt nicht feierlich. Wieso kriege ich den nicht tot? Bam. So. Mann, ich finde die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Hast du's gut? Portal Scroll? Ich würde gerne mal ein paar mehr Orbs finden, aber du hast bestimmt irgendwelche Klamotten, die dir auch erlauben, mehr rare Items oder so zu finden, vielleicht. Ja, habe ich. Wo ich jetzt gerade noch nichts weiter dergleichen habe. Aber das kommt vielleicht dann später noch. Mit irgendeiner anderen Klamotte. Ja, wer weiß. Was ist denn das hier? Decoy-Totem und Shockwave-Totem. Okay, ich muss mal gucken, welches Totem was ist. Ja. Ich habe noch bei meinem einen Charakter ein Rejuvation-Totem oder wie das heißt, ja, das am Leben bringt. Das ist cool. Kann hilfreich sein, aber eher wenn es höher gelevelt ist, denke ich mal. Oh, da ist ein Ausgang. Ja, hier kommt gehen wir zum Ship Graveyard jetzt. Da können wir uns wollen ja gleich. Wir da hin? Ja, da müssen wir hin. Weil wir sind dann auf dem Weg zu Marvel oder wie auch immer sie heißt. Nennen wir sie Marv. Böse. Oder böses, ekliges, großes Monster. Wir müssen jetzt sowieso erstmal diese Laterne finden von diesem Typ, diesem Piratentyp.
This is a mortuary for lost children. No, ich erinnere mich.